Königlicher Besuch zum 100. Geburtstag. Borussia Dortmund beschenkt sich und seine Fans mit einem Freundschaftsspiel gegen Real Madrid. Und die Spanier präsentieren die Stars, die Fußball Dortmund sehen will. Die Millionentransfers Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema und Xabi Alonso stehen allesamt in der ersten Elf. Genauso übrigens wie Ex-Borusse Christoph Metzelder. Der BVB begegnet den Spaniern mit 4-9 gegenüber dem 1-4 von Hamburg. Großkreuz und Rangelov ersetzen Heinerl und Valdés. In der Viererkette sind beide Außenpositionen neu besetzt. Dede und Koch spielen für Schmelzer und Ovomoyela. Borussias Defensive hat schon nach 150 Sekunden ein Déjà-vu-Erlebnis. Wie schon in Hamburg liegt der Ball früh im eigenen Netz. Granero überwindet Weidenfeller in Minute 3. Ausgangspunkt ist dieser Hackentrick, der die Dortmunder Defensive matt setzt, und dann ist der Weg frei für Granero. Da war er also, der erste Geniestreich des 65 Millionen Mannes Kaká. Allein diese Aktion ist das Eintrittsgeld schon wert. Jetzt der erste Auftritt des 94 Millionen Stars Cristiano Ronaldo. 6. Minute. Der Portugiese überwindet die Mauer, aber nicht Torwart Weidenfeller. Beim BVB ist Dede nach seinem Kieferbruch erstmals wieder dabei. Übermotiviert in dieser Szene gegen Pepe, der aber weiterspielen kann, ebenso wie Dede, der sich tausendmal entschuldigt und mit einer Ermahnung davonkommt. Nach einer Viertelstunde findet der BVB langsam ins Spiel. Kuba wirft nach Zweikampfgewinn gegen Ronaldo den Turbo an. Doch der finale Pass des Polen ist nicht genau genug. Albiol vor Barrios am Ball. Kurz darauf Ecke für den BVB. Shahin hat sie hereingebracht, Casillas patzt, aber ohne Folgen für Real Madrid. Das nun mehr und mehr in Bedrängnis gerät. Großkreuz nimmt Maß, Casillas abermals mit einer Unsicherheit. Der BVB setzt nach, gewinnt im Mittelfeld jetzt mehr Zweikämpfe. Dede, Barrios stibitzt dem besser postierten Rangel auf den Ball. So bleibt es Mitte der ersten Halbzeit beim 0:1. Wieder Großkreuz, setzt sich gegen Granero durch. Casillas kann wieder nicht festhalten. Tinga und vorbei. 31. Minute, Freistoß für Borussia. Shahin schlägt den Ball gefühlvoll nach innen. Barrios ist zur Stelle, verfehlt aber das Ziel. Der BVB ist im 1:1 in dieser Phase sehr nah, bis Subotic patzt. Den Weg frei macht für Karim Benzema, doch Roman Weidenfeller bewahrt seine Mannschaft vor dem 0:2. Tinga, heute wieder auf der linken Halbposition, sucht eine Lücke, findet sie mit diesem genialen Pass auf Kuba, doch der scheitert an Casillas. Klopp kann es nicht fassen. Für Kuba steht das Tor praktisch offen, doch Casillas zeigt endlich seine Klasse. Und absolute Weltklasse sind diese hier. Zunächst Cristiano Ronaldo zu Esteban Granero und dann tanzt Kaká halb Dortmund aus und vergisst dabei nur das Toreschießen. Nach unterhaltsamen ersten 45 Minuten geht es in die Kabinen. Real Madrid führt gegen einen BVB, der mehrfach kurz vor dem Ausgleich stand, knapp mit 1:0. 6:2 Ecken für Borussia zur Halbzeit. Dortmund jetzt mit 9 neuen Leuten, Real mit einem neuen Spieler, Arjen Robben, der kommt nach dieser Kopfballabwehr Ovomoyelas an den Ball und nagelt ihn zum 0:2 in die Maschen. Keine Chance für Marc Ziegler, der kalt erwischt wird. 2 Minuten sind im zweiten Abschnitt erst absolviert. Auch Nelson Valdés ist neu im Spiel, auch der versucht es mit Gewalt, aber ein paar Zentimeter fehlen. Kurz darauf Ecke für den BVB, Casillas fliegt mal wieder am Ball vorbei, Kringer macht's mit vollem Risiko, von hinten kommt Heinerl, Real in Glück. Und nochmal die Borussia, wieder mit Kringer, doch der rutscht weg, kein Problem für Spaniens Nationaltorhüter. Direkt im Gegenzug, Real mit Kaká zu Robben,
Ziegler kann parieren, aber nicht festhalten. Der eingewechselte Higuain ist zur Stelle und trifft in der 73. Minute zum 0:3. Madrids zweite Chance im zweiten Durchgang bringt das zweite Tor bitter. Und es kommt noch dicker. Ovomoyela holt Robben von den Beinen und weil es klar innerhalb des 16ers ist, gibt es Elfmeter für Real Madrid. 76. Minute, Kaká gegen Ziegler. Der Dortmunder ahnt die Ecke, wie einst im Pokal gegen Diego, aber letztlich kann er den hart und platziert geschossenen Ball nicht abwehren. Kurz darauf ist auch Schluss für Christoph Metzelder. Der frühere BVB-Star wird mit Ovationen verabschiedet. Die Fans drehen dann nochmal auf. In den letzten 5 Minuten feiern sie ihr Team, als würde es mit 4:0 in Führung liegen. Aber die Anzeigentafel zeigt Gegenteiliges und schaltet nach diesem langen Ball noch ein Tor weiter nach oben. Raúl macht in der 89. Minute das 0:5. Das Ergebnis fällt viel, viel zu hoch aus. Das wissen auch die Fans, die ihre Mannschaft frenetisch feiern. Nur zu Humba lassen sich die Borussen nicht hinreißen. Das wäre dann auch des Guten ein bisschen zu viel gewesen. Unterm Strich steht ein unterhaltsamer Fußballabend mit einem grausamen Ergebnis.